Bevor das Jahr zu Ende geht, nochmal ein kleines Behind the Scenes von Montana Black. Ascent, wie habe ich das gemacht und was war mein Hintergedanken dabei? Ein paar Einblicke jetzt. Ja, ihr kennt bestimmt das Video Montana Black meets Walter White. Ein bisschen so in die Richtung geht das auch, aber ich wollte jetzt noch ein bisschen mehr Story reinbringen. Ein paar kleine Details, die die aufmerksamen Zuschauer von Montana Black vielleicht sogar kennen würden. Und deswegen in diesem Video also Montana Black, wie er in sein AMG steigt, das kennen wir schon ein bisschen, und dann seine Geschichte nochmal neu erlebt. Ja, und wie man sehen kann, ist diese Location ein Airport Carrier, also keine lange Strecke, sondern einfach nur eine kleine Insel für das Landen von Flugzeugen. Und die habe ich so ein bisschen erweitert, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Aber hier nochmal der kleine Überblick vom ganzen Set. Wir haben also mehrere Stationen, jede einzeln beleuchtet. Also wir starten hier auf der Couch, wo Montana Black noch mit seinem Gameboy spielt oder was es auch immer sein mag. Wir können hier auch nochmal gut sehen, wie das aussieht vor dem Grafikmod und nach dem Grafikmod. Das ist ein riesen Unterschied. Deswegen würde ich euch auch empfehlen, falls eure Hardware das zulässt, packt einen Grafikmod drauf. Ja, die große Schwierigkeit bei dem Video war, das werden sicherlich einige GTA-Spieler kennen, vielleicht auch nur ein paar wenige. Wie habe ich das gemacht, dass die Animationen im letzten Frame stehen bleiben? Ich habe die Animation ausgewählt und musste dann bei jedem einstellen, Stay in Last Frame und nicht loopen. Und ich habe es natürlich alles gespeichert und so und habe dann herausgefunden, ja, ich muss, wenn ich das Set neu lade, ist es alles auf Loop gestellt. Ich muss dann wieder umstellen auf Stay in Last Frame bei jeder Animation. Deswegen habe ich mir die also gespeichert bei den ganzen Schauspielern hier und die dann nochmal in Stay in Last Frame gemacht. Nachdem also alle Sets aufgebaut waren, kam jetzt das Licht dazu, was ich noch extra hinzugefügt habe. Also wir können ja sehen, so ein bisschen ein Glow bei der Bierszene von Montana Black. Ja, er läuft ja gerade noch so entspannt her. Und da haben wir noch bei jedem Set ein einzelnes Licht hinzugefügt. Als nächstes kam dann der Wagen hinzu, der natürlich durch die ganze Szenerie durchfahren sollte. Da habe ich eine Animation genommen, die direkt das Auto nimmt und das einfach durchfahren lässt. Also Standardgeschwindigkeit 130 km/h vielleicht. Oder ein bisschen weniger, glaube ich sogar. Und ich war gar nicht mehr beteiligt, konnte mich auf das Wetter konzentrieren, auf die Außenlichtverhältnisse und wie man auch sehen kann, es gab auch ein paar Fails. Bei so einem Video wäre es natürlich auch cool, wenn die Autoaufnahmen ein bisschen shaky aussehen, dass man sieht, das war alles ziemlich schnell, was da gerade passiert ist. Deswegen habe ich hier ein zweites Kameraauto genommen. Ja, also letztendlich ziemlich simpel gemacht, einfach ein paar Lichter ins Meer gesetzt und dann sieht es halt so aus, ob das eine lange Strecke wäre. Ja, nachdem also alles im Kasten war, musste das alles bearbeitet werden mit dem Rockstar Editor, womit man Schnelligkeit einstellen kann, Keyframes, Animation. Und da gab es halt diese eine lange Szene, wo die ganze Action halt passiert ist und die musste halt perfekt sein. Und ich wollte halt, dass das Auto sich immer um diese Schauplätze bewegt, einmal umkreist, dann mit einem Kameraschwenk auf das nächste kommt und immer so weiter. Na, dann habe ich das Ganze exportiert und nochmal in Premiere und After Effects ein bisschen nachbearbeitet, Sounddesign hinzugefügt, Post-Production, das heißt noch ein bisschen Effekte. In After Effects wurde diese ganze Szenerie nochmal bearbeitet. 2021 gibt es dann als nächstes großes Projekt John Wick, der Film, gedreht in GTA. Ich hoffe, das gefällt euch und bleibt bitte alle gesund. Bis zum nächsten Jahr.